Guten Morgen. Aus gegebenem Anlass und weil eine Tasse Kaffee für viele zum Morgen dazugehört, heute etwas übers Kaffeehaus. Ich finde, in diesen Zeiten tut es gut, sich die Orte vor Augen zu führen, an denen man gerne ist. Und im Kaffeehaus kann man so herrlich zweckfrei die Zeit verstreichen lassen. Man muss gar nichts und kann ganz vieles. Und auch das Verhältnis von Nähe und Distanz hat man da schon immer gut austariert. Man ist mitten unter Menschen und doch für sich. Peter Altenberg, großer Kaffeehausgänger in Wien, schrieb um 1910: Du hast Sorgen, sei es diese, sei es jene, ins Kaffeehaus. Sie oder er kann aus irgendeinem, wenn auch plausiblen Grunde nicht kommen, ins Kaffeehaus. Du hast zerrissene Stiefel, Kaffeehaus. Du hast 400 Kronen Gehalt und gibst 500 aus, Kaffeehaus. Du bist korrekt, sparsam und gönnst dir nichts, Kaffeehaus. Du stehst innerlich kurz vor Selbstmord, Kaffeehaus. Du hasst und missachtest Menschen und kannst sie doch nicht missen, Kaffeehaus. Du, man kreditiert dir nichts mehr, Kaffeehaus. Aus gutem Grund liebten die Existenzialistinnen und Existenzialisten das Kaffeehaus, weil man hier der Existenz so nahe ist, mit ihren Abgründen, aber auch mit ihrer Inspiration. Die wunderbare kreative Zweckfreiheit des Seins wünsche ich allen Geburtstagskindern, besonders dir, lieber Uli, großer Kaffeehausliebhaber. Seid behütet und hier kommt putzmunter, als hätte sie eine Tasse starken Kaffees zu sich genommen, die Sonne für euch.